absolutes Gesangstalent, hatte gestern seinen ersten großen Fernsehauftritt bei Jürgen von der Lippe. Wir hören mal eben rein. Junge kann singen. Herzlich willkommen bei uns, der 13-jährige Leandro. Hallo, komm rein. Echt kaputt. Komm den Platz. Ja? Sag mal, was war das für ein Titel? What will I become? Was ich mal werden will. Du willst Popstar werden, keine Frage? Genau, also groß rauskommen. Groß rauskommen. Ich will nicht so schnellläufig groß rauskommen, ich will eine lange Karriere machen. Also ich will auch noch mit 20 auf der Bühne stehen. Hey. Gut, also, sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie fing das alles an? Also ich habe schon immer gerne gesungen und da habe ich mal in einer Jugendzeitschrift habe ich so einen Artikel über meine Managerin, die Rita, gelesen. Da fand ich das natürlich ganz klasse und toll, wie die das gemanagt hat. Die hat damals eine Gruppe gemanagt und da habe ich dann Tape aufgenommen auf eine Kassette, Love Me Tender von Elvis Presley. Love Me Tender? Ja. Das kann Oscar Lafontaine sicherlich noch singen. Ja. Oscar! Da hat er früher Engtanz mitgemacht bei Love Me Tender, ne? Dahingeschmolzen sind wir zu zweit, ja. Sag mal, du hast wirklich Elvis gesungen? Elvis, genau. Hast du Papa die Platte geklaut zu Hause? Nee, wir haben mal Elvis in der Schule, haben wir das mal durchgenommen. Aha. Ja. Gehst du denn noch zur Schule jetzt? Ja, ich gehe noch zur Schule. Ich habe einen Privatlehrer, der immer mitkommt. Und da hole ich dann immer alle Stunden nach, die ich versäumt habe. Das heißt, du gehst zwischendurch dann doch noch zu deinen Freunden, zu deinen Kolleginnen und Kollegen zur Schule hin? Ja, nicht ganz normal wie jeder andere Junge. Ich spiele Fußball, Basketball, gehe in den Wald, kletter auf Bäumen rum. Nimmst du Gesangsunterricht? Ja, nehme ich. Ich habe einen Gesangslehrer und da muss ich dann immer meine Stimme ein bisschen ölen. Man sollte auch, weil es gut ist. Sag mal, jetzt ist er bald soweit, ne? Bis er ist 13. Ja. Stimmbruch kommt. Was hat der Gesangslehrer gesagt? Wird ein bisschen kratzen? Ja, es ist so, es gibt Leute, die bekommen den Stimmbruch gar nicht, aber die Stimme wird einfach ein bisschen tiefer. Und wenn ich halt Stimmbruch bekomme, dann setze ich halt ein bisschen aus und dann, wenn es dann wieder geht, mache ich dann weiter. Das hast du schon also vorgedacht. Okay, Herr Passant. Sag mal, haben deine Eltern dich gefördert? Haben die das rausgekriegt, dass du so gut singen kannst? Nein, das wusste ich zuerst selber nicht. Also ich habe ja mal ein Demo an die Rita geschickt. Ja. Dann dachte ich, ja, mal gucken, ob da was zurückkommt. Und Rita hat geschrieben. Und Rita hat telefoniert. Und erst im letzten Moment ist dann was gekommen. Da natürlich sehr gefreut. Und da habe ich gefragt, ja, wie findest du meine Stimme? Also ich fand meine Stimme klasse, nur ich war damals erst 11,5 und das fand sie noch ein bisschen jung. Und wie alt ist Rita? Rita? 15? Okay, dann bleiben wir bei den Eltern. Wo sind deine Eltern jetzt? Sind die nicht mit dabei? Nee, meine Eltern kommen wahrscheinlich morgen. Weil die mussten jetzt noch arbeiten und dann kommen die dann morgen. Was macht Papa beruflich? Mein Papa, der ist Hausmeister und meine Mutter, die ist Kindergärtnerin. Aha. Graziano hat seine Erfahrung mit Hausmeister mal gemacht in Österreich. Ja, die Geschichte ist vergessen, reden wir nicht drüber. Okay. Ja, also, deine Eltern begleiten dich jetzt nicht die ganze Zeit, die sind nicht dabei. Und die Rita ist immer dabei. Das ist so Elternersatz. Ja, genau. Muss Rita mal kennenlernen. Ist denn so, Herr Lafontaine, Sie haben einen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Karl Maurice. Und wenn Sie das jetzt sehen... Ja, und einen, den wollen wir nicht vergessen. Den 18-Jährigen. 17,5. Ja, wenn Sie das jetzt sehen, hier kommt ein 13-Jähriger, selbstbewusster Junge, der mit einer tollen Stimme und geht schon... Fast 14. Ja, und?
Sehen Sie schon Karl Maurice später dann auf der Bühne stehen? Ja, weiß ich nicht, ob der Junge, also er singt ab und zu, ja, und vor allen Dingen, er tanzt auch schon, er tanzt zu Schallplatten und so. Und wie gesagt, jetzt verrate ich Ihnen etwas, als 14-Jähriger habe ich auch vorgesungen, allerdings in der Kirche. Ich musste als Vorsänger auftreten. Mich hat noch keiner eingeladen, wie war mein Pech, ich war zu früh dran. Was haben Sie damals gesungen? Das war eben der Gregorianische Choral. Ja. Das ist also eben die Musik, die in der Kirche gesungen wird und ich war eben zum Vorsänger bestellt. Ja. Hat sich im Leben lang irgendwie fortgesetzt, aber ich habe nachher nicht mehr gesungen. Außer im Parlament, im Bundestag. Also, du kommst aus der Schweiz. Ja, ich komme aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Bist du ein Sprachmodell? Kuchenkästli? Ja, Kuchenkästli. Also du sprichst Schweizerdeutsch? Spanisch. Spanisch? Dein Vater ist, glaube ich, Spanier. Mein Vater, mi padre es español. Sí, por supuesto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, sí. Claro. Todavía cantamos, todavía esperamos. Claro. Claro que sí, eso que... Was sprichst du sonst noch? Französisch, Englisch und Italienisch ist dann auch noch irgendwo hergekommen. Du bist ein richtiges kleines Wunderkind. Mensch, was sagen die bei dir in der Klasse, wenn du jetzt zurückkommst und sagst, Mensch, also ich habe dich gesehen im Fernsehen, du bist in der Bravo überall zu sehen. Ja, die fragen dann immer, ja, was hast du gemacht, Jano? Was hast du für Interviews gemacht? Was haben sie sich gefragt? So, solche Fragen. Komm. Aber in meiner Klasse sind die eigentlich nicht so, aber eher in den unteren und oberen Klassen. Ist ein bisschen heftiger. Da kriegst du was zurück? Wie was zurück? Ja, dass sie mal ein bisschen meckern oder lästern. Nee, mehr Fragen, ja. Jetzt denkt ja jeder, man kann sich da vorne auf die Bühne hinstellen und Mund auf und zu machen. Das ist ja vielleicht nur Playback. Vielleicht, ja. Ja? Okay. Du hast jetzt die Chance, das ist eine kleine Bühne hier, es ist nicht viel. Du hast jetzt die Chance, es zu bringen. Hau mal rein, ja? Mhm. Meine Damen und Herren, Girl, I'm traveling around the world. I hope that I can find you now. Believe that time will tell somehow. Girl, please tell me where you are. No place can be too far today. I raise my hands for you. Also, nix, Playback, wirklich Stimme, großes Talent. Tanzen kannst du auch, habe ich gehört. So den Moonwalk von Michael Jackson machst du ganz lässig. Der kann jetzt schon mal abdanken und Tschüss sagen, weil Leandro ist da. Ist klar. Ich wollte mich ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken.